Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Napoleon Total War. Wo wir hoffentlich diese Folge nicht ganz verkacken werden. Ich will nicht eine erste Runde machen. Ich meine, das hier schaffen wir noch. Wir haben eine Festung mit. Okay, wir haben hauptsächlich Miliz, eine da. Und er hat halt auch. Hat er, ja, er hat halt. Hat. Er hat halt auch Kavallerie, womit er theoretisch vorgehen könnte. Und er hat dann auch Schießkavallerie. So. Einfach relativ kacker. Aus Großpolen will ich eigentlich gar nichts abziehen, weil ich mir. Nee, eigentlich will ich. Obwohl, doch, könnte ich eigentlich mal machen, dass ich. Auch wenn das ziemlich dumm ist. Weil 100 Pro kommt ja gleich aus Meeren oder so noch was raus und dann bam. Ich will nicht. Wir könnten die theoretisch mal nach unten schicken, die Armee. Und sie erstmal hier lassen. Ah, es geht auch nicht. Ich will aber nicht zu weit nach Flandern ran, weil wir müssen alle höchstens mal, können wir gucken, haben wir bei Hessen einen Zugang anbieten. Ach Junge, komm bitte. Mal 10 Runden. Okay, dass wir bei Hessen, Hesseln, einen militärischen Zugang kriegen, dass wir da unsere Armee zumindest so weit rauskriegen. Mal gucken, ich hoffe, dass. Oh, wow. Ne, hier, der muss nächste Runde sofort wieder da raus, der muss da rein sofort. Aber wir müssen. Ja, Stuttgart ist auch voll besetzt. Scheiße. Ja, egal. Was wir jetzt mal nächste Runde machen. Ich will dich. Gerade ganz kurz gucken. Aber wieder Minusgeld. Müssen wir mal gerade ganz kurz steuern. Wieso habe ich Steuern eigentlich ausgeschaltet? Bin ich doof? Okay, das macht das auch noch gut, deswegen lassen wir das mal. Okay, so. So weit können wir noch gehen. Danach wird scheiße. Nächste Runde. Bitte, 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 Frankreich nicht. Scheiße, 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 scheiße. Kacke. Kacke. Verdammte Mist. Nee, ich will nicht. Gerade automatisch, also das war klar. Dass da fast alles weg ist. Wieso das denn jetzt? Oh Gott. Ist auch klar. Na toll, der kann sich nicht zurückziehen. Scheiße, ich glaube, ich lade nochmal neu. Klassen haben dem Anführer ihrer Nation einen Brief mit Forderungen zukommen lassen, da sie unzufrieden mit der momentanen Scheiße. Sind. Erfüllen sie die Forderungen nicht, wird es zu einem organisierten Aufstand gegen sie kommen. Stimmen sie den Forderungen jedoch in ihrer gegenwärtigen Lage zu, so könnte dies zu weiteren Forderungen führen. Wie werden sie sich entscheiden? Es könnte schlimme Folgen. Na toll. Wir rennen erstmal mit der Armee wieder zurück nach Hannover. Und dann mal wieder ein bisschen, ne?
Ach, scheiße. Kann doch nicht sein hier. Damit der Armee. Eigentlich müssen wir jetzt. Kann doch nicht sein, dass Russland das Handelsabkommen beendet hat. Die können aber auch nicht mehr. Wegen Ostpreußen, weil wir den Hafen da verloren haben. Da war ein Hafen? War gar nicht. Auf jeden Fall geht nicht mehr. Gucken, wenn wir ausfallen. Das ist sehr toll. Ich versuche einfach mal zu sabotieren. Na toll, hat nicht geklappt. Kann man irgendwo noch was herholen an Leuten. Die Armee könnten wir fast dahin schicken. Das müsste doch eigentlich klappen. Ich meine, wieso können wir damit nicht ausfallen? Scheiße, scheiße, scheiße. Dann reisen wir mal gerade nach Danzig mit denen. So, und der rennt erstmal hier nach Schleswig. Oh fuck. Verdammt. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal wieder Minus von 757. Das ist ziemlich scheiße. Verdammt scheiße ist das. Dann muss ich mal kurz einen Markt machen, damit wir dann auch wenigstens was, ein bisschen was Geld machen. Und hier auch. Da oben können wir sowieso erstmal vergessen. Da müssten wir, wenn überhaupt, ausfallen. Ey, kann nicht sein hier. Bündnis anbieten. Können wir den irgendwie Zahlungen einfordern? Einmalig 1000? Oder. Ich will jetzt eigentlich nirgendwo schnocken gehen. Okay, da kann man schon mal vergessen. Vielleicht bei Spanien? Ach komm schon, Russland. Irgendwer? Nein, wieso ging das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Na, Technologie geht auch nicht. Die sind ver... Na klar, weil die sonst einfallen würden. Technologie geht da auch nicht. Spanien sind verbündet, da kannst du vergessen. Oh, fuck. Kirchenstaat ist im Krieg. Alles, was er. Nee, ist ja nicht im Krieg. Neapel ist im Krieg. Bündnis anbieten mit Neapel. Na, scheiße, toll. Sardinien. Sizilien, Bündnis. Bitte, 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 bitte. Na, fuck. Portugal ist friedlich. Sachsen. Sachsen hat ja so gut wie gar nichts an Sachen. Oh, wir sind so tot. Wir sind sowas von tot. Ah, fuck. Scheiße. Ich weiß schon, wenn wir da oben irgendwas rausnehmen, dann sind wir auch weg. Das ist ein Trockendock. Trockendock ist Kriegshafen, naja. Das bauen wir dann am besten im Nest direkt um. Da haben wir kein Geld für. Toll. Hups, da bin ich aus dem Spiel rausgeklickt.
Man muss mal gerade noch kurz gucken, ob er noch aufnimmt. Ich hoffe. Ja, er nimmt noch auf. Gut. Ja, gut. Läuft noch. Scheiße. Ich, Mann. Fuck. Ich glaube, ich lade einfach nochmal neu. Laden. Let's play. Preußen. Ja. Es nützt doch nichts. Und dann trinke ich nochmal gerade kurz was. Mach ich mal hier Mute. So, Mute. Und das war gerade Sound von Screenshot, weil der macht immer Screenshot, wenn, ne? Okay, hallo, die Herren Niederlande. Tut mir leid, Niederlande. Tut mir leid. Technologie, nein. Sachsen. Bündnis. Technologie, alle. Bitte geben, bitte. Alle weggeben. Portugal ist noch nicht verbündet mit können wir den mal gerade kurz nach dem Bündnis fragen. Schade. Auch Technologien raushauen. Scheiße. Kacke. Okay, wir verhindern jetzt mal ganz stark einen Ausfall. Also wir verhindern jetzt mal ganz stark, dass er kommt. Wir haben jetzt hier wieder, machen wir ganz kräftig weg. Theoretisch können wir unsere Marine auflösen, das gibt uns Geld. Die brauchen wir nicht. Hey, was, wie? Da kommt auch direkt im nächsten Marine raus. Die kommen direkt mal hier weg mit euch. Kann man theoretisch auch. Oh, scheiße, ich will nicht. Fuck. Kann nicht sein. Das wäre am besten. Ja, den. Obwohl, da können wir Oldenburger Armee lassen, dass wir den. Einfach mal, wie geht nicht? Ja, toll, da können wir nicht rüber schicken. Egal, dass wir ihn mal. Aber wir kommen da nicht rum, toll. Warten auf weitere Befehle. Und da haben wir zumindest vorgebaut. Müssen wir eigentlich überall bauen. Scheiße. Oh, wir sind so am Arsch. Ich hab doch gewusst, dass der Franzose was will. Fuck. Großes Kacker. Ganz großes Kacker. Weiß auch nicht, für was ich jetzt ausgeben soll, weil. Es bringt ja alles nichts. Hier, ja, toll. Was macht mir das? Gar nichts.
könnte vielleicht mal Gestrat bauen und hier mal ein bisschen die Sachen ausbauen, aber mir nicht. Ja, toll. Und da dürfen die Armee ja, gerne drin lassen. Ja, toll. Schön finde ich auch, dass man hier nicht anzeigt, wie viel Prozent. Das finde ich richtig toll. Okay, Scheiße. Ich will nicht. Okay, sagst du es mit Hessen nicht, das ist schon mal gut. Alles war wieder klar, dass er oben hingeht. Die Sachsen machen jetzt hoffentlich was. Oh, bitte, ihr müsst was machen. Aber das ist gut, dass wir Sachsen noch gesichert haben. Noch in Norwegen, der Großbauern hier. Toll. Wer haben wir denn da sitzen? Am Podium mit zwei Leuten. Da können wir eigentlich mal hier reinrennen. Eben, das sollte eigentlich nicht zu schwer sein. Machen wir hier gerade. Geil. So, eine Armee haben wir schon mal weg. Dann dürfen wir mit der Armee gerade mal. Da haben wir das. Da haben wir leider keine. Einfach mal hochrennen. So. Ah, scheiße, egal. Ja, erstmal hier nach Hannover rein. Befreien. Sieht geil aus. So, diplomatische Beziehung. Das ist hier unser Protektorat. Mit dem können wir direkt mal Handel treiben. Und mit Technologien zu denken. Dann können wir den mal bitten, Krieg beizutreten, Frankreich. Ach Junge, egal. Aber was gut ist, hier, den können wir mal hier irgendwo zurücklassen, die Armee. Die Armee rennt weiter. Und zwar hierhin. Ach, ich hab's so gewusst. Ich hätte mal lieber ausbilden sollen. Rekrutieren, ach, ich kann immer noch. Geil, ich kann immer noch. Dann mal hier Miliz raushauen. Naja, du rennst mal direkt nach da oben. Weil ich hoffe mal, dass Schlesien einigermaßen sicher ist durch sein Artillerie-Fort. Großpreußen mache ich mir auch noch Sorgen drum. Ja, und dann, toll. Oh. Es ist schon mal wenigstens besser dran als vorher. Muss man sagen. Obwohl ich mit den Niederlanden echt gerne Frieden schließen würde. Okay, dann halt Zahlungen anbieten. Ja, Junge, dann halt nicht, dann stirb. Mann, verdammt. Den Agenten, den brauche ich. Hier unten möglicherweise. Naja, das wollte ich gar nicht, ich wollte die Technologie. Wenn wir das erforscht haben, so, warte, 14 oder 7 Runden brauchen, okay. Ja, weg, tschüss.
Kacke. Egal, das nützt jetzt nichts. Ich mach Folgenpause. Sag dann danke fürs Zuschauen. Lass ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.